wir haben das Spiel heute gewonnen, weil wir bis zur letzten Sekunde an uns geglaubt haben. Die Rückstände, die wir hatten, den Ausgleich, den wir gefangen haben, haben wir einfach weggesteckt. Das war ein Spiel, eigentlich, das hätten wir eigentlich bis morgen früh weiterspielen können und es wäre immer hin und her gegangen. Es war einfach nur geil und Werbung für den Sport. Aber am Ende, ja, das Glück war auf unserer Seite. Wir haben richtig geile Jungs hier, die alle was können am Ball. Das war dann wahrscheinlich am Ende doch ein bisschen, ja, das Ausschlaggebende, dass wir bis zum Schluss gekämpft haben und an uns auch geglaubt haben. Ich glaube, wir wollten es noch mehr als den Bosner. Auch wenn sie noch keinen Titel haben, vielleicht hungriger sein konnten. Aber wir haben gesehen, was es für Möglichkeiten gibt mit dem UEFA Cup. Wir waren so heiß, wir wollten den dritten Titel unbedingt haben. Dazu kommt noch unsere unheimliche Qualität, die wir vielleicht nicht so gut ausschöpfen konnten oder ausgenutzt haben. Aber trotzdem denke ich, dass wir aufgrund der besseren individuellen Spieler verdient gewonnen haben. Ja, also wir haben natürlich international sehr viel Erfahrung gesammelt mit drei Runden, die wir im UEFA Cup gespielt haben. Aber Holzpfosten hat dieses Jahr ihr 10. Jubiläum. Das war unsere 4. Teilnahme, also uns gibt es noch nicht so lang. Ja, aber die ganzen Spiele, die wir auf dem hohen Niveau gemacht haben, die helfen einem natürlich auch manchmal in den entscheidenden Sekunden oder Situationen noch weiter. Feiern, saufen, irgendwo aufwachen, mir ist das scheißegal. Also, heute kann alles passieren. Also, ich glaube, die eine Hälfte feiert bis zum Umfallen und dann gibt es leider noch ein paar andere, die ja, Halbgas geben müssen, weil sie morgen noch Fußball spielen mit ihrem Verein. Ja, wer mich kennt, es gibt eigentlich nur ein Gas und das ist Vollgas, aber ich habe es meinem Fußballtrainer versprochen, deswegen gebe ich nur halb Vollgas. Nix Kanal.